80, rechts Eingang in links 4 plus. In rechts 4 plus täuscht, in links 5 voll, geht schon. Kuppe gerade, voll 120. Rechts von Vollbreak 80, Achtung, links 4 in rechts 1. Ja, das war schon Limit. In links 3 plus, 100 Kuppe in links von Voll. War sportlich, gell? Ja, sehr sportlich. Rechts leicht, rechts 80, Abzweig, links 1 plus breit. Ja, schon langsam fange ich selber irgendwo ein bisschen über den Titel zum Nachdenken und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gestern sehr, sehr schwer da. Es war für mich kein guter Tag, ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Ich habe meinen Desktop sagen müssen und man sieht einfach ganz vorne, wenn das Setup nicht optimal ist und wenn du dich nicht ganz wohl fühlst, dann tust du auch gleich wahr. Und das haben wir halt angepasst und am Samstag in der Früh ist es eigentlich gleich mal besser gegangen. Und leider habe ich ein, zwei kleine Fehler gemacht, sonst glaube ich, war es gleich mal nicht so spannend gewesen, weil ich habe einmal das Auto beim Start abgewürgt mit 5 Sekunden, dann habe ich einmal irgendwo verbremst und ja. Aber alles in allem muss ich ehrlich sagen, sensationelles Wochenende, so ein cooles Team. Ich habe mich riesig gefreut, dass mein Hauptsponsor der Heli Gruber zuschauen gewesen ist und ja, meine Freunde, so viele Leute, also ja, einfach echt coole Sache. Wir haben draußen mehr oder weniger gesehen, dass du sehr oft am Limit gewesen bist. Ist am Auto, an den Reifen, am Fahrer, was war der Grund? Ja, also ich glaube schon, also ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich teilweise am Limit und ich glaube, ich stehe zu meinen Michelin-Reifen, die funktionieren sehr, sehr gut, aber da in Weiz ist, glaube ich, der Untergrund nicht ganz bevorteilt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen ein Setup-Problem, aber man hat es ja beim Niki Meyer-Mellenhof gesehen. Wir haben uns da alle beide ein bisschen schwer da und ich denke, vielleicht bieten da die Pirellis ein bisschen mehr Grip. Aber ja, ich war wirklich teilweise richtig am Limit und von dem her bin ich einfach froh, dass ich es dann schlussendlich trotzdem gegangen habe. Rallye gewonnen, Power Stage ist sie ganz knapp nicht ausgegangen. Ja, ich habe auf der letzten Prüfung Ventil von der Handbremse abgerissen, dann habe ich es nicht mehr benutzen können und habe mich beim letzten Abzweig ein bisschen verbremst und da habe ich die Zeit liegen lassen. Aber ich wollte unbedingt die Rallye gewinnen, die Power Stage war mir wurscht. Ich habe gewusst, dass ich den Meistertitel da noch nicht heimfahren kann und deswegen war es mir eigentlich egal, ob ich die gewinne oder nicht. Auf alle Fälle bist du jetzt wieder einen wesentlichen Schritt dem Meistertitel näher. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn man vor der Saison wer gesagt hat, dass ich vor die 5 Rallyes 4 gewinne, und eine auch eigentlich nur wegen einem technischen Defekt nicht, dann hätte ich gesagt, unmöglich. Aber ja, ich bin einfach stolz, dass ich das Projekt auf die Füße gestellt habe. Mein Team, wirklich, die haben sich reingehaut die Wochen, damit wir das Auto fertig bringen. Auch egal, ob wir den Stop sagen müssen oder nicht. Und ja, ich bin einfach, wir haben wirklich teilweise ein bisschen einen Gegenwind gespürt, der ja, nicht ganz nett war. Aber deswegen freue ich mich doppelt, dass wir unterm Strich die Rallye gewonnen haben.